So, und damit herzlich willkommen, ich bin's, euer Gogi. Und ja, heute starten wir ins erste Gameplay-Video auf meinem neuen Kanal. Und ja, wie zu erwarten, es ist die FIFA 17-Demo. Und wir starten mit einem relativ besonderen Spiel rein. Ihr habt's vielleicht schon gesehen, beziehungsweise ihr habt's jetzt schon gesehen. Es ist Manchester United gegen Manchester City. Ich habe mich dabei für United entschieden. Und ich würde sagen, wir starten einfach gleich mal rein. Wir spielen auf Profi, weil ich komme in FIFA 17 bzw. in der Demo noch nicht so ganz mit dem neuen Gameplay klar. Ich finde es aber deutlich besser. Und ja, ich will eigentlich einfach ein bisschen über FIFA 17, so über was mir daran gefällt, was mir nicht gefällt bis jetzt an der Demo. Möchte ich einfach mal ein bisschen loswerden und einfach mal so ein bisschen jetzt in YouTube reinstarten. Und ja, FIFA 17, ich finde, das Gameplay ist deutlich besser geworden. Jetzt ist das erste Mal, dass ich so richtig kommentiere und gleichzeitig spiele. Das ist, also verzeiht's mir, wenn es noch arg kacke ist, aber FIFA 17 Gameplay gefällt mir deutlich besser als eben in FIFA 16. Besonders die Pässe gefallen mir auch deutlich besser. Und viele haben ja auch gesagt, dass die Torhüter so ein bisschen buggy wären in FIFA 17. Also ich habe jetzt schon einige Spiele gemacht, nicht so viele wie andere YouTuber vor allen Dingen, die das behaupten. Aber ich kann mich da bis jetzt noch nicht beschweren. So, bringen wir gleich mal die Flanke auf Rooney, aber der kommt nicht ganz so gut. Es gibt immer den Eckball und wir sind hier noch gar nicht so schlecht in der Partie. Und ja, kommen wir zur ersten Erneuerung, nämlich zur Ecke. Und das finde ich gar nicht so schlecht gemacht, auch wenn ich noch nicht so wirklich mit klarkomme, aber die kommt gut. Und da ist es gleich das 1-0. So viel zu, da kommen wir noch nicht so gut mit klar. Ich glaube, es ist Bailly, wenn ich ihn richtig ausspreche. Aber die Ecke, die war eigentlich gar nicht mal so schlecht. Und Joe Hart ein bisschen zu weit draußen, hat dann am Ende keine Chance mehr. Eric Bertrand, Bailly. Wenn ich ihn falsch ausspreche, korrigiert mich bitte so. Pogba gleich mal gut dazwischen. Sané gegen Ibrahimovic. Und wir starten hier gleich mal gut rein. Eine knappe Viertelstunde rum, ein bisschen weniger. Und wir haben das 1-0 erzielt gegen Manchester City. Und ich bin gespannt, wie es hier weitergeht. Vor allen Dingen, wenn ihr noch weitere Partien, andere Paarungen in FIFA 17 sehen wollt in der Demo, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Da gab es anscheinend gleich mal den Vorteil für uns. Das ist jetzt ja auch irgendwie anders gemacht. Hatte noch einen Freistoß aus der Position. Wenn ihr noch mehr von FIFA 17 dann eben sehen wollt, schreibt's gerne in die Kommentare. Und dachte erst, der kommt nicht so gut, aber der kommt eigentlich sogar relativ in Ordnung. So, Valencia. Das ist Ibrahimovic. Und dann ist Hart, glaube ich, noch dran. Es ist Hart, der noch dran ist, der jetzt mittlerweile ja, glaube ich, beim Turin unter Vertrag steht, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Also beim nicht bei Juventus, sondern beim FC Turin ist es, glaube ich. Kann auch sein, dass ich jetzt komplett falsch liege. Aber es müsste so sein. Und jetzt City gleich mal mit dem Konter. Gut dazwischen. Rooney jetzt. Rooney. Und dann kommt Martial nicht dran. Aber es gibt den Einwurf. Weil De Bruyne ist es, glaube ich, der dazwischen ist. Ach, und ich wollte nochmal diesen Fake-Einwurf ausprobieren. Habe ich bis jetzt auch noch nicht gemacht. Aber es gibt bis jetzt noch keine wirkliche Erneuerung in FIFA 17, die mir wirklich überhaupt nicht gefällt. Also die neuen Standards natürlich, das ist erstmal gewöhnungsbedürftig. Mit den Ecken komme ich jetzt schon ein bisschen besser klar. Zwar noch nicht wirklich so gut, aber gerade hat es dann zum Beispiel zufällig mal geklappt. Elfmeter finde ich wirklich gewöhnungsbedürftig. Ohne diese Hilfe bin ich da komplett verloren. Ich persönlich zumindest. Anderen geht's da natürlich schon anders. Und die Freistöße, ich hatte, glaube ich, bis jetzt erst einen Freistoß wirklich aus einer richtig guten Position oder zwei, drei. Mit denen komme ich noch überhaupt nicht klar, aber ich denke, es wird sich mit der Zeit auch dann eben einspielen und da wird man dann auch ein bisschen Übung brauchen eben. Und jetzt Ibrahimovic gleich mal mit der nächsten guten Möglichkeit, aber kommt leider nicht zum Abschluss.
Und die erste Halbzeit neigt sich schon ihrem Ende. So, Ibrahimovic bringt gleich mal eine ganz gute Flanke auf Mkhitaryan. Aber der schaltet da nicht schnell genug, beziehungsweise kommt dann eben nicht mehr dran. So, und De Bruyne scheint bei City verletzt zu sein. Ja, sitzt da am Seitenrand. Oh, shit. Und City damit jetzt erstmal nur noch zu zehnt. So. Sané versucht da ein bisschen das Spiel schneller zu machen. City schafft das jetzt auch, aber Smalling hat da jetzt erstmal die Kulle. Und jetzt Sean, jetzt vielleicht nochmal kurz vor der Pause einen Angriff, beziehungsweise eine gute Chance rausspielen über Anthony Martial. Martial, der nimmt Mkhitaryan mit, der sieht wieder Martial, aber der Ball kommt leider nicht an und damit gehen wir in die Pause. Führen 1-0 gegen Manchester City im Manchester Derby. Und ja, ich denke, das geht vollkommen in Ordnung. Passgenauigkeit Sieg bei 86%. Also ich glaube, solche Werte hatte ich in FIFA 16 nicht so häufig. In FIFA 17 ist das momentan eigentlich schon ja so durchschnittsmäßig. Und ich denke, wir wechseln einfach mal. Ich will mal Rashford ausprobieren. Lingard würde ich gerne auch noch mal ausprobieren und Herrera habe ich auch noch nicht gespielt, den bringe ich mal für Schneiderlin einfach mal rein und ja, damit starten wir jetzt in Halbzeit 2 gegen Manchester und Yaya Touré kommt in die Partie bei den Citizens. So, starten wir in Halbzeit 2 mit Marcus Rashford, der sich da gleich mal beweisen will. Gegen Otamendi war es, glaube ich, und dann gegen Mangala. Ja, Otamendi. So. Das ist Sergio Aguero. Jetzt aufpassen, nicht, dass wir da jetzt hier direkt nach der Pause das schnelle Gegentor bekommen. Aber stattdessen bekommen wir einen relativ guten Konter, nämlich über Lingard. Und dann verpenne ich das da so ein bisschen. Rooney nimmt Rashford aber nochmal mit. Der setzt sich gut durch. Und dann ist Rooney da und staubt ab. 53. Minute ist es. Rain Rooney zum 2-0. Rashford scheitert noch an Joe Hart, der dann aber den Ball abprallen lässt und Rooney ist dann zur Stelle und kann einschieben. Damit steht 2-0. Ich denke, es geht von den Chancenverteilungen her auf jeden Fall in Ordnung. Und wir wollen jetzt hier alles klar machen und vielleicht mit aufs 3-0 gehen. So, Sané ist das. Und wir sind wieder gut dazwischen über Luke Shaw. Mit dem Abwehrverhalten der Spieler komme ich auch im Moment ein bisschen besser klar als noch eben in den ersten Partien. So, Lingard. Nimm Shaw mit. Shaw, der bringt keine schlechte Flanke, aber Mkhitaryan ist da eben nicht so wirklich das Kopfballungeheuer. So, Pogba. Und der versucht es einfach mal. Aber das ist dann kein Problem für Joe Hart. So, wieder gut dazwischen, Chris Smalling. Schade. Der fehlt jetzt aber natürlich hinten. Aber zusammen können wir zumindest erstmal einen schnellen Gegenangriff verhindern. Und dann spielt City sich den Ball selbst ins Aus. Und jetzt können wir mal diesen Fake-Einwurf probieren. Ach so geht der. Okay. Aber ich glaube, bis man damit auch wirklich dann so effektiv was erreichen kann, dauert das auch wieder eine kleine Zeit, um das so ein bisschen sich einspielen zu lassen. So, Lingard ist das. Der verliert den Ball aber leider an Sanja. So, Fernandinho. Und jetzt geht's mal schnell bei City. Und vielleicht gibt's jetzt ja sogar die erste Torchance in der Partie für die Citizens. So, aber da sind wir erstmal gut dazwischen. Aber dann ist Gündogan zur Stelle, weil der Ball nicht gut gespielt wird. So, da kommt der Schuss, aber der geht dann am Ende doch relativ weit am Tor oder übers Tor. Und da passe ich wieder nicht auf. Nasri bringt den Ball rein, Smalling ist da. So, Lingard, Jesse Lingard. Ein bisschen Tempo aufnehmen. Und dann kommt der Roulette, da versuche ich mal zu skillen. Und das geht gleich in die Hose. So, Nasri, Aguero,
Schock muss da ran. Nasri geht da einfach vorbei. Und dann ist Bailly da, der Torschütze zum 1:0. So, Luke Shaw. Jetzt mal wieder über ein bisschen Tempo, über Lingard beispielsweise. Der nimmt Shaw nochmal mit. Und jetzt ist da in der Mitte ein bisschen Platz, nämlich bei Wayne Rooney, der den Ball aber nicht perfekt mitnimmt. War vielleicht ein bisschen zu weit dann in den Rücken gespielt. So, Herrera, der bis jetzt noch wenig aufgefallen ist. So, wieder Nasri. Und jetzt vielleicht mal eine richtig gute Möglichkeit für Manchester City. Und da ist es passiert. In der 84. Minute macht Nasri das 2:1. Und da müssen wir jetzt wirklich nochmal aufpassen. Nicht, dass hier das alles noch nach hinten losgeht. Also bei einem Unentschieden würde ich dann ins Elfmeterschießen gehen, weil ich das einfach nochmal ein bisschen trainieren will. So, Rashford bis jetzt auch noch nicht sonderlich aufgefallen. Ist auf eben beim 1:0. So, Rooney jetzt und der könnte schon gehen. Aber Joe Hart ist dazwischen. Lingard kommt da ran. Es gibt, glaube ich, einen Einwurf dann für City. Nasri hilft ein. Und Lingard macht da Druck und kommt an den Ball. Herrera. Rooney kommt da auch nicht um. Kann sich dann nicht um die eigene Achse drehen, weil City das gar nicht schlecht verteidigt. Nasri und jetzt vielleicht nochmal den Konter. Vielleicht sogar schon die letzte Aktion im Spiel. Ja, und da pfeift der Schiedsrichter ab. Wir gewinnen das erste Spiel auf dem neuen Kanal und auch das erste Spiel in FIFA 17, auch wenn es nur die Demo ist, gegen Manchester City mit Manchester United mit 1:0. Und alles, was ich bis jetzt zu FIFA 17 sagen kann, ich habe einen rundum positiven Eindruck. Also es macht mir eigentlich mehr Spaß als FIFA 16. Ich finde, es ist deutlich realistischer. Fühlt sich zumindest vom Gameplay deutlich realistischer an. Und ich habe bis jetzt noch nichts wirklich gefunden, was mir wirklich so überhaupt nicht gefällt. Ich bin dann gespannt, wie es am Ende dann in der finalen Version, in der Vollversion ist. Die dann ja am 29. September rauskommt, also Ende des Monats. Das ist, glaube ich, schon in zwei Wochen. Welchen haben wir überhaupt? In zwei Wochen dürfte es sein. Ja, heute in zwei Wochen. Heute in zwei Wochen ist es. Der 29. September, da freue ich mich drauf. Ich hab's schon vorbestellt. Sprechen kann ich jetzt auch nicht mehr. Und ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.